weil es ja jetzt deutlich kälter geworden ist, dass ich das heute mal angehe, die Saison im Kleiderschrank zu tauschen. Einfach mal gucken, was ich dann alles noch so habe. Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich draußen. Ist es ein Herbstfest? Herbstfest. Herbstfest. Haben wir Farbmuster für eine neue Couch bestellt und sind uns sehr uneinig. Ich dachte, ich zeige euch die mal. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Eigentlich ist schon nicht mehr richtig morgen. Ich habe gerade oben auf die Uhr geguckt und mit Erschrecken festgestellt, dass es schon 10:30 ist. Ich habe den ganzen Morgen rumgewuselt, aufgeräumt, Betten frisch bezogen, überlegt, was ich anziehen soll, angefangen, mich herzurichten. Also ich habe zumindest mal versucht, noch irgendwas aus dem letzten Tag vor dem Haarewaschtag aus meinen Haaren rauszuholen. Ist nicht so ganz gelungen, aber wir lassen das jetzt einfach so. Und dann dachte ich, bevor ich jetzt weitermache mit dem, was mein Plan ist, muss ich mir erstmal ein Frühstück machen. Und weil ich weiß, dass das vielleicht ein oder anderen von euch interessieren könnte, was ich im Moment so esse, bereiten wir das jetzt zusammen zu. Ich habe im Internet ein Rezept gefunden für, ich glaube, sie heißen Cottage Cheese Pancakes. Also es ist quasi körniger Frischkäse und ich mache das Ganze mit Mandelmehl und Ei, weil ich versuche, ein bisschen mehr Proteine reinzukriegen, habe ich euch ja schon erzählt, und ein bisschen auf meine Ernährung achte in letzter Zeit, und da habe ich das gemacht und es hat mir super lecker geschmeckt. Deswegen bereiten wir das jetzt nochmal zu. Ich mache dann einfach ein bisschen Obst dazu. Ich habe hier noch einen sehr traurig aussehenden halben Apfel, den werde ich schneiden und braten, und vielleicht habe ich noch ein paar Beeren im Kühlschrank. Aber dann werde ich jetzt erstmal frühstücken und euch dann mal erzählen, was mein Plan für den Tag ist. Guck mal, so sieht es in der Schüssel aus. Also wir haben jetzt den körnigen Frischkäse. Ich habe 2 Eier genommen, weil die super klein waren, und ein bisschen Mandelmehl. Und das verrühre ich jetzt einfach zu einem Pancake-Teig und brate mir das dann in Kokosöl raus. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe noch ein paar Blaubeeren und Äpfel geschnitten und in der Pfanne gebraten, damit das auch warm ist. Und darunter sind die Pancakes. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie sehe ich heute anders aus. Könnte daran liegen, dass ich die letzten bestimmt 7 Tage richtig schlecht geschlafen habe. Das heißt, ich mache mir jetzt mal ein bisschen Farbe ins Gesicht. Ich habe heute Abend auch noch Elternabend an Mias Schule. Dafür muss ich mich sowieso herrichten. Und ich dachte, ich erspare euch jetzt einfach den ein bisschen fahlen und müden Anblick und mache mir jetzt schon ein bisschen was ins Gesicht übrigens. Das hier ist die Bettwäsche, die ich heute drauf gemacht habe. Ich finde die richtig süß. Die habe ich letztens zufällig beim IKEA gesehen und einfach mitgenommen. Hat mir sehr gut gefallen und ist so ein bisschen mal was anderes. Ich habe sonst immer einfarbige Bettwäsche, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt die letzten Jahre super viel Bettwäsche bei H&M gekauft. Also ich habe eigentlich immer die einfarbige Bettwäsche von H&M zu Hause. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber die verliert so schnell die Farbe. Also nicht nur vom Waschen, sondern ich habe auch das Gefühl, bei uns scheint ja immer Sonne aufs Bett. Und die Teile, die halt viel in der Sonne liegen, verändern komplett ihre Farbe. Was sehr schade ist, weil das halt dann irgendwann ein bisschen eklig aussieht, wenn Bettwäsche so komische Flecken und so hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht an Farbe reichen wird. Ich muss mal noch ein bisschen Blush holen. So, da bin ich wieder. Ich möchte super gerne, ihr wisst ja, ich habe ja hier mit David zusammen einen Kleiderschrank mit 1, 2, 3, 4 Türen. Ist nicht sehr viel Platz für 2 Personen, die alles Mögliche da drin haben. Also David, seine ganzen Klamotten sind da drin. Wir teilen uns in der Mitte die Kleiderstange. Darunter sind meine Hosen und Pullover. Und auf seiner Seite sind seine Hosen und Pullover. Und auf der anderen kleinen Seite habe ich noch Tops und Unterwäsche, BHs, meine Stoffhosen, meine Sportsachen, all das. Meine Schlafanzüge haben da nicht wirklich drin Platz. Die habe ich jetzt im Ankleidezimmer untergebracht. Genauso wie, ich habe irgendwas in meinem Auge jetzt. Und ich mache da immer die Saisonteile rein. Heißt, eigentlich sind da jetzt gerade im Ankleidezimmer in den Schränken Winterschuhe von David und mir. Also so richtig krasse Boots und sowas. Wintermäntel, Jacken und ganz, ganz dicke Pullover, die man jetzt auch einfach nicht irgendwie als Accessoire oder so anziehen konnte, also so richtig dicke. Und weil es ja jetzt deutlich kälter geworden ist und der David vor allen Dingen die ganze Zeit schon immer wieder nach irgendwelchen Teilen sucht, habe ich mir überlegt, dass ich das heute mal angehe, die Saison im Kleiderschrank zu tauschen und einfach mal gucken, was ich denn alles noch so habe. Ich habe das auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr schon mal gemacht, habe einfach so ein bisschen in meinem eigenen Kleiderschrank geshoppt, und das ist echt ganz cool, wenn man die Sachen quasi, weil man halt nicht so viel Platz im Hauptschrank hat, immer so ein bisschen wechselt
wegsortiert, dass man dann einfach nochmal so gucken kann, was passt jetzt gerade zur Saison. Jetzt ist ja hier gerade so Spätsommer, Herbst und ich habe noch meine ganzen Strickkleider auch da drin. Das möchte ich gerne alles mal rausholen und mit euch gemeinsam einmal durchgucken. Was so ein bisschen Farbe im Gesicht doch ausmacht, damit ihr jetzt mal ein bisschen ein Verständnis dafür bekommt, was ich gerade gemeint habe, nehme ich euch gleich mal mit in das Ankleidezimmer. Das ist ja hier in unserem Schlafzimmer diese kleine versteckte Türe. Und wie gesagt, da ist alles Mögliche drin. Nicht nur die jeweilige nicht saisonale Kleidung, sondern wir haben auch einen Schrank komplett voll mit Koffern. Koffern und große Reisetaschen, Strandkörbe und große Handtücher für Sommerurlaub, Schwimmbad und so weiter. Und ein Schrank müsste auch noch voll sein mit Kamera-Equipment. Also wir haben da drinnen 4 Türen und 6 Schubladen. Die Schubladen sind mit Sportklamotten und so weiter von David und 2 Schranktüren, wo ich jetzt die saisonalen Kleidungsstücke drin habe. Und die will ich jetzt einmal rausholen. Ich habe hier auch einmal einen Kleiderständer hingestellt, damit ich die alle aufhängen kann, damit ich genau sehe, was ich habe. Und damit ich vielleicht sogar schon ein paar coole Outfits kombinieren kann. So, das ist einmal die eine Schrankseite, die ich gemeint habe, wie man sehen kann. Da unten sind meine Sommerschlafanzüge und hier ist auch noch eine ganze Tasche mit Bikinis und hier oben auch noch Badehosen. Hier ist auch noch so aufblasbares Krokodil. Also hier kommt immer alles rein, was wir halt in der Saison nicht brauchen. Aber da sind auch hinter der Tasche und auch hier noch ganz, ganz dicke Pullover. Da sind Davids und meine Mäntel oder zumindest ein Teil davon. Ein paar hängen unten in der Garderobe. Aber hier sind noch zum Beispiel mein Lieblingsmantel. Den will ich jetzt mal rausholen und gucken, was davon quasi jetzt im Übergang schon tragbar ist. Dann habe ich hier noch so ein paar lange Strickjacken und Cardigans und meine ganzen Strickkleider. Ich habe die Sommerkleider auch schon hier reingehängt letztens, weil ich wusste, dass ich die nicht mehr anziehe. Aber so rotiere ich da immer. Und dann, ja, gucke ich, dass ich das da unten vielleicht auch noch besser hinbekomme. Das war eigentlich mal als Davids Seite angedacht. Und ich habe da auch so Schuheinhänger reingehängt, damit er seine Anzugsschuhe oder auch Winterschuhe da reinmachen kann. Wir hatten jetzt auch schon seine und Mias rausgeholt, weil die kann man jetzt dann auch im Übergang schon anziehen. Aber ja, da hat er noch so Teile, die er halt nicht oft trägt. Jeansjacke oder hier seine Lederhose und sowas. Also da kann dann auch nochmal Sommerzeug mit rein und das Herbst- und Winterzeug muss hier raus. Ich glaube, ich fange jetzt mal mit dem für mich eigentlich wichtigsten Teilen an. Das sind nämlich die Spätsommerteile, heißt Strickkleider und sowas wie Cardigans. Die kann man nämlich jetzt auch über T-Shirts und so gut drüber ziehen und hänge die einfach mal hier dran. Da gucke ich einfach. Ich muss so ein bisschen rumrotieren, schauen, ob ich in meinem Kleiderschrank noch Sommersachen habe. Die kann ich dann wiederum ins Ankleidezimmer hängen und da wieder was rausholen. Aber wir kriegen das hin. Sachen habe ich draußen. Alle die, die ich jetzt auf jeden Fall schon kombinieren kann, beziehungsweise I got a little excited und habe auch schon die Teile rausgeholt, die man erst anziehen kann, wenn es kälter wird. Aber ich zeige euch jetzt mal, was das ist. Also wir haben hier einmal Röcke. Ich habe zum Beispiel so Teile rausgeholt wie meine kurzen Lederröcke oder den habt ihr ja letztens gesehen. Jetzt ist ja wieder die Zeit, wo man super die Satinröcke anziehen kann. Das habe ich jetzt alles mal hier hingehängt. Dann habe ich die Lederhosen rausgeholt, weil die habe ich jetzt im Sommer und so nicht angezogen und die kann man auch nur im Herbst und Winter anziehen, sonst schwitzt man sich zu Tode. Aber da habe ich eine rote, eine braune, eine schwarze, eine grüne, wobei ich mir bei der nicht sicher bin, ob sie nicht zu groß geworden ist. Aber da kann ich dann gucken, wenn ich Outfits mache. Dann haben wir hier dünne Cardigans in eigentlich allen Farben. Also ich dachte, ich wäre bei dünnen Cardigans noch nicht so gut ausgestattet, aber wir haben so ein Taub, wir haben Beige, wir haben Braun, wir haben Blau, wir haben Rosa, wir haben Grau. Also da habe ich auf jeden Fall alles und dafür ist es genial, wenn man sich die Sachen rausholt, weil man dann eben auf einen Blick sieht, was man hat und was nicht. Dann habe ich hier dicke Strickjacken, da habe ich die hier, ist auch so ein Taubgrau, eine gestreifte, eine weiße. Dann haben wir lange, also fast bodenlang Cardigans. Da habe ich beige, braun und der hier ist so gemustert mit so einer schwarzen Tasche. Dann haben wir Blazer. Da habe ich auch 4 braun, so ein karierter. Den habe ich schon seit so vielen Jahren und ich finde den im Herbst jedes Jahr irgendwie wieder super schön. Vielleicht ziehe ich heute Abend auch noch einen Blazer drüber. Mal gucken für den Elternabend. Dann habe ich noch den beigen Leinenblazer.
Kann man, finde ich, im Herbst auch absolut noch tragen. Das ist halt so ein Teil, was durch jede Saison geht. Ne? Also Frühling, Sommer, Herbst und wenn es sein muss, auch Winter. Da sind die Teile echt toll. Also die hatte ich jetzt alle im Schrank, weil ich die jetzt auch alle anhatte. Dann habe ich noch rausgesucht Kleider. Ich habe zwei so kurze Kleider, also ohne Ärmel, die aber auch nur für Herbst und Winter sind, mit einer Strumpfhose und einem Pulli drunter zum Beispiel. Einmal in schwarz im Cord und einmal in so grau Strick. Dann habe ich meine heißgeliebten Strickkleider. Meine absoluten Lieblinge hängen jetzt hier, die ich jedes Jahr immer wieder anziehe. Beige, schwarz, grün. Oh Gott, das habt ihr, glaube ich, schon 7 Millionen Mal an mir gesehen. Aber ich liebe es wie am ersten Tag. Deswegen kommt es auch diesen Herbst und Winter zum Einsatz. Dann haben wir ein braunes, so ein schlammfarbenes. Und das hier ist eigentlich nur für den Winter. Aber ich dachte, wenn jetzt mal so ein kalter, gemütlicher Tag kommt, kann man das schon anziehen. Das ist so ein Sackkleid. So ein richtig dickes Strickkleid. Aber das habe ich auch schon mal rausgeholt. Dann habe ich zwei Kleider, die man für besondere Anlässe anziehen kann. Wir sind jetzt immer wieder auf Geburtstage eingeladen. David und ich hatten ja zum Beispiel Hochzeitstag, da hatte ich eins an. Oder wir haben jetzt auch im November Jahrestag. Ich habe im Dezember Geburtstag, also da kann man so ein schickeres Kleid auch noch anziehen. Und dann kommen nur noch Jacken. Also hier sind zwei Westen ärmellos. Einmal Leoprint, einmal so eine Fake-Wildlederjacke mit so einem Kragen. Die mag ich auch sehr gern. Und dann hier so Übergangsjacken, habe ich auch nur drei. Also einmal so eine weiße Bucle-Jacke. Die da war letzten Herbst und Winter meine Lieblingsjacke und ich weiß, dass ich sie auch dieses Jahr wieder sehr viel tragen werde. Einfach so zum drüberwerfen. Und noch was mit ein bisschen Farbe, die blaue Übergangsjacke. Die kann man auch im Frühling super anziehen. Hatte ich dieses Jahr im Frühling auch an. Und einer meiner liebsten Posten im Herbst und Winter, meine Trenchcoats. Ich habe einen kurzen Trenchcoat, der ist perfekt, wenn es regnet. Finde ich auch sehr cool. Und dann habe ich drei normale, also ein beiger, ein grüner und ein brauner oder so schlammfarbener. Ja, den habe ich auch bestimmt schon seit 5 Jahren oder so. Und ich liebe ihn und ich ziehe ihn jedes Jahr wieder an. Aber das sind jetzt auf jeden Fall, ich weiß, das ist sehr viel, aber erstens liebe ich den Herbst, meine Lieblingsjahreszeit, auch was Kleidung anbelangt. Zweitens sind es fast alles Teile, die man durch mehrere Saisons tragen kann. Und drittens mag ich das gerne so jetzt hier liegen oder hängen haben, weil ich dann genau sehe, was ich habe, kann damit Outfits machen. Ich überlege mir jetzt, was davon in meine den Kleiderschrank reinkommt. Ich zeige euch mal, da ist nämlich eigentlich nur David sein Zeug drin und was ich vielleicht einfach hier an der Kleiderstange im Ankleidezimmer hängen lasse, damit ich es eben einfach immer griffbereit habe. Aber das ist auf jeden Fall schon mal echt super. Ich bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen mit zwei Farben in den letzten Wochen und zwar einmal so ein Chartreuse. Also ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas habe. So ähnlich wie der Blazer hier. Ihr könnt es gar nicht gut sehen. Ich glaube, das hier ist ein besseres Bild dafür. Meine Decke, so ein Grünton. Fände ich, glaube ich, noch ganz cool, wenn ich da irgendwas hätte. Ein Pullover oder ein Cardigan. Aber Cardigans habe ich, glaube ich, genug. Also vielleicht ein Pullover und Burgunderrot. Ich glaube, wenn ich das vor 2 Jahren gehört hätte, dass ich das sage, hätte ich gedacht, das ist nicht ich, die da aus mir spricht, weil Rot eigentlich so eine Farbe ist, die ich nicht leiden kann. Aber ich mag halt nicht so knalliges Rot, wobei es mir mit Sicherheit stehen würde. Aber dieses Burgunderrot, was im Moment auch so im Trend ist, gemischt mit Braun oder so erdigen Tönen, boah, das sieht einfach so gut aus. Und ich glaube, wenn ich da noch so einen richtig tollen, universellen Basic-Pulli finde, der nicht zu dick ist, sodass ich weiß, ich kann den auch im Frühjahr, im Herbst und im Winter tragen, würde ich da vielleicht noch zuschlagen. Aber sonst, glaube ich, bin ich, was Pullover und so angeht, echt prima ausgestattet. Und das hier drunter ist meine Hosenschublade. Ich habe da ja nochmal einmal durchgemistet. Und wie man sehen kann, ich habe so ein bisschen Fable für helle Jeanshosen. Was ich jetzt im Herbst tragen, also kann man auf jeden Fall tragen, aber ja, ich habe nicht so wirklich viele dunkle. Ich habe noch hier so eine Stoffhose, die ist ganz, ganz dünn. Also die kann ich nicht mehr lang anziehen, wenn es kalt ist. Leoprint geht auch, aber geht halt nicht immer. Dann haben wir hier noch Jeansröcke, die sind da auch mit drin. Und zwei dunkle Jeanshosen. Die da ist, glaube ich, schwarz. Aber was ich jetzt noch gesucht und auch gefunden habe, war noch eine graue Jeans. Ich bin bei Armed Angels fündig geworden. Ihr wisst, ich liebe die Jeanshosen von Armed Angels, die Detox Denim Jeans. Ich habe mir jetzt hier einmal die Aikala Jeans in Grau geholt und ich hoffe sehr, dass die genau das ist, was ich suche, nämlich ein bisschen loose an den Beinen.
Oh ja, ich sehe schon, die wird sehr, sehr gut passen. Also ich wollte was, was so ein bisschen lässig und locker ist, dass man es zum Beispiel auch mit Boots anziehen kann, dass man die so reinstopfen kann oder auch umkrempeln kann. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade schon gesehen habt, bei Armed Angels gibt es jetzt auch Unterwäsche. Ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch bekommen, den könnt ihr super gerne auf alle Produkte anwenden. Aber besonders, wenn ihr nach richtig tollen Jeanshosen sucht, die einfach super zu waschen sind, die nie sich verfärben oder verformen, dann schaut da unbedingt mal rein. Ich lasse euch einen Link unten da. Boah, und die ist richtig cool. Ich finde, die sitzt richtig schön. Ich trage übrigens immer die Größe 30 oben und Länge gibt es meistens leider nur 32. Es gibt Puffets, die haben 30er Länge. Das wäre mir tatsächlich jetzt noch lieber gewesen, weil, ich zeige es euch mal, wenn ich die jetzt so ein bisschen cropped trage, sieht die einfach richtig süß aus. Also das ist für mich jetzt so eine perfekte Herbsthose. Grau finde ich super, ist nicht so hart wie schwarz. Dann kann man auch schwarz dazu kombinieren, ohne dass alles so düster ist. Also die finde ich richtig süß. Und was ich auch noch gefunden habe und nicht widerstehen konnte, ist diese unfassbar schöne Strickjacke. Die ist so schwer, also ein richtig tolles Material. Und ich glaube, das ist so ein Teil, was man einfach immer anziehen kann. Die ist nämlich so ein bisschen schick, aber man kann sie auch lässig anziehen. Die heißt übrigens Fiona Milano und die habe ich auch noch gefunden. Also ich glaube, das ist so die perfekte Ergänzung für meinen Herbstkleiderschrank. Ich lasse euch, wie gesagt, einen Link unten da. Da könnt ihr super gerne mal bei Armed Angels reinschauen. Die sitzt einfach perfekt. Ich liebe auch wenn die hier vorne so Knopfleisten haben, weil das einfach am Bauch immer noch so ein bisschen schöne Form macht. Ja, also da bin ich richtig happy damit. Finales Endprodukt, das ist jetzt die Kleiderstange. Die bleibt so. Ich habe unten auch noch ein paar von meinen Stiefeln hingestellt, dass ich weiß, dass ich die nicht hinten im Schrank vergesse. Und die Stange kommt dann so wieder ins Ankleidezimmer. Der Kleiderschrank hat jetzt hier in der Mitte meine Lederhosen, Röcke und die ganz langen, dicken Cardigans, weil ich weiß, dass ich die jetzt im Moment nicht so oft anziehe und ich tatsächlich öfter an die Kleiderstange gehe als in dieses Zwischenfach, weil wie gesagt, das nutzt eigentlich mehr der David. Dann haben wir im Ankleidezimmer auf der Seite jetzt immer noch alles bunt gemischt, also die Sommersachen drin und die Wintermäntel sind da noch drin, aber das passt jetzt für den Moment ganz gut, dann kann ich da nämlich immer noch dran, falls es warm wird, ein Kleid rausholen und falls es kalt wird, einen Mantel rausholen. Und das ist jetzt das Outfit, für das ich mich heute entschieden habe. Ich glaube, das passt perfekt auch nachher für den Elternabend und die Hose ist genauso, wie ich sie wollte, nämlich ein bisschen lässig, aber man kann sie auch formell machen. Ich habe sie jetzt einfach hochgekrempelt unten mit einem eleganten Schuh und einer Bluse. Also das ist für mich ein perfekter Spätsommer- und Herbstlook. Wunderschönen guten Morgen. Der Elternabend gestern ist wunderbar gelaufen und bei uns ist heute Sonntag. Herbstanfang ist, glaube ich, heute kalendarischer Herbstanfang. Passend dazu versuche ich mir jetzt gerade ein Outfit rauszusuchen. Natürlich an der Kleiderstange, die ich vorbereitet habe, wie ihr gesehen habt. Das ist einfach perfekt, weil ich genau weiß, alle Teile, die ich jetzt heute anziehen kann, es ist nämlich nicht so warm. Ich glaube, es hat jetzt irgendwie 16 Grad oder so drauf. Die Sonne scheint noch ein bisschen, aber es ist auch sehr bewölkt. Aber alles, was ich tragen kann, hängt da drinnen. Ich bleibe bei der Hose. Wir werden nämlich heute auf so eine Art Herbstfest gehen, also uns sehr viel draußen bewegen. Und da finde ich Jeanshosen eigentlich immer optimal. Jetzt muss ich nur gucken, was ich obenrum noch anziehe. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ob ich einen Cardigan oder so anziehen möchte. Also eine von meinen Strickjacken hier mit einem dünnen Pullover. Oder was ich auch noch gefunden habe. Jetzt könnt ihr übrigens gerade sehen, was mein Tripod ist. Ja, meine Kamera steht gerade auf einem Bügelblatt, aber ich habe überlegt, ob ich den hier anziehe oder ob der noch zu warm ist. Das ist so ein richtig langer Oversized-Pulli mit einem Reißverschluss hier vorne. Den finde ich so niedlich. Ich weiß nur nicht, ob mir das jetzt heute noch zu warm wird. Der ist übrigens auch von Armed Angels. Aber ich glaube, es könnte noch ein bisschen zu warm sein. Ich schlüpfe da jetzt mal rein. Wie ich mich kenne, ist mir das zu warm. Auch wenn es wirklich mega süß wäre. So mit der Jeans. Und ich habe auch gerade gesehen in der Kamera, das hat einen Fleck. Warum hat das einen Fleck? Okay, ich muss es nochmal waschen. Aber ja, wäre ein schönes Outfit gewesen, wenn ich nicht immer schwitzen würde. Hi. Hi. Man sieht mich auch im Spiegel. Ja, man sieht dich auch. Ja, ja. Ich brauche deine Meinung. Okay. Irgendwie Lust auf die Kombi. Komm mal da raus, man sieht dich nicht. Ist gut? Ja, ja, ich finde, das sieht sehr gut aus. Was ziehst du an? Naja, ich habe mir so vor einem Jahr habe ich mir so einen Lederblazer gekauft. Es ist fast, als würdest du wissen, dass das jetzt Trend diesen Herbst und Winter ist, Wildleder. Den hast du im Secondhand gefunden. Den habe ich Secondhand gefunden. Das Problem ist, der hat hier so ein paar Flecken. Gut, das ist halt Secondhand, ne? Ich weiß nicht, ob mir das egal ist. Das ist so cool, ich hätte so gern sowas. Zieh mal an, damit die Leute mal sehen, wie riesengroß alles immer bei dir ist. Wie heißt das, Wildlederblazer haben? Aber es ist schon cool, es hat
Ich mag übrigens deine Haare. Ich glaube, ich habe mir den damals einfach eingebildet. Der ist schon cool. Ich mag den auch in der Kombination mit Grau. Ich bin mir nur mit dem Pulli drunter unsicher. So läuft es bei uns übrigens eigentlich jeden Tag ab, ne? Wir ziehen uns super oft zusammen an. Also wir ziehen uns super oft zusammen an und geben uns gegenseitig so Styling-Tipps, was wir gut finden und was wir nicht so gut finden. Macht ihr das auch mit euren Partnern? Findest du? Warum? In der Taille? Das ist von meinem Vater aus dem Speicher. Naja, ist er wahrscheinlich auch, ne? Weißt du nicht, wo der jetzt aus dem Secondhand herkommt? Vielleicht passt es nicht, weil die Hose ein bisschen zu, weißt du, zu straight fit ist. Vielleicht müsste die irgendwie anders sein. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von David seinem Suede Blazer haltet. Das ist übrigens der einzige Kleiderschrank, den er hat. Mit dem Hängeding hier, der arme Mann. Wir haben uns jetzt auch endlich für Outfits entschieden. Das ist es geworden. Eigentlich beide ziemlich sportlich und casual, bei dir ganz anders als geplant. Aber ja, wir sind jetzt ready und fahren jetzt mal, ich weiß nicht mal, wie es heißt. Ist es ein Herbstfest? Herbstfest? Herbstfest. Finkenreich, ne? Finkenreich heißt es. Da fahren wir jetzt hin. Deswegen konnte ich dort überhaupt nicht in die Kamera sprechen. Wir mussten auch allein schon, um überhaupt nur auf den Parkplatz zu kommen, ein paar Minuten an der Straße anstehen. Aber war sehr gut organisiert und wir haben dann Platz gekriegt. Und dachte, ich mache einen kleinen Haul vom Finkenreich Herbstmarkt. Wir haben nämlich einen riesengroßen Käseleib, also riesengroßer Käseleib. Er ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir haben einen Käseleib gekauft. Das ist Böhrenkäse. Irgendein Käse mit Trüffel drinnen. Das letzte Mal Trüffelkäse habe ich gegessen. Oh, der riecht streng. Also er riecht nicht so gut, wie er schmeckt. Aber das letzte Mal Trüffelkäse gegessen habe ich an Silvester oder Weihnachten letztes Jahr. Eins von beiden, da haben wir nämlich Raclette gemacht mit der Familie. Und die haben Raclette-Käse aus der Schweiz mitgebracht. Und der war mit Trüffel und der war sehr gut. Mia hat sich auch noch was ausgesucht. Eigentlich kann ich kann euch die Verpackung nicht zeigen, aber da ist ein Gesicht von dem Mann drauf. Stullen-Butterbrot. Ist ja nicht so, als hätten wir eine ganze Gewürzschublade mit Gewürzen zu Hause, aber es hat ihr gut geschmeckt, also hat sie sich das noch mitgenommen. Das heißt, ich schmiere uns jetzt Butterbrote und schneide uns Trüffelkäse dazu. Und dann werden wir das essen und ich finde, das ist ein super Plan auf den Sonntag. Das sieht super lecker aus, der Trüffelkäse und unsere Brote und das essen wir jetzt mal. Und wie hat der Käse geschmeckt? Hat er besser geschmeckt, als er gerochen hat. Ja, Gott sei Dank schon. Aber ich muss sagen, ich kann ja nicht viel davon essen. Ne? Also erstens vertrage ich das, glaube ich, einfach. Ich vertrage es einfach nicht so gut. Und zweitens bin ich auch nicht so, also ich kann dann mal so 2-3 Stückchen essen. Das reicht aber dann auch wieder für 3 Wochen. Heißt, ich esse jetzt den ganzen Käse. Du isst jetzt den 18,80 Euro teuren Trüffelkäse. Warum sitzen wir hier? Ich weiß, warum wir hier sitzen. In unserem zukünftigen Wohnzimmer. Hinter uns soll ja, also genau an die Wand hinter uns, soll ja das Sofa kommen. Und ich habe Post bekommen. Du hast eigentlich alles schon verraten. Wir haben das letzte Mal gefragt, ob wir tauschen sollen. Ach so. Und ihr habt ja ungefähr 500.000 Kommentare drunter geschrieben und habt gesagt, wir sollen tauschen. Also tauschen wir. Ja, ich dachte, das sei schon klar. Ich meine, ihr habt es ja auch alle gesagt. Auf jeden Fall haben wir Farbmuster für eine neue Couch bestellt und sind uns sehr uneinig. Aber ich dachte, ich zeige euch die mal. Das sind nicht alle Optionen, die wir haben tatsächlich. Nee, das sind alle Optionen von einer Couch. Da ist hier ein Haar von mir hängen. Auf jeden Fall haben wir mal ein bisschen bestellt. Basic Cord. So ein, tatsächlich finde ich, das ist ein sehr schönes Beige. Also es ist ein nicht zu gelbstichiges Beige. Gleicher Cordstoff in Grün. Wobei wir beide schon gesagt haben, eigentlich ist der zu hell, ne? Also auch wenn ich den jetzt so sehe im Licht und hier in dem Raum,
Ist schon ein sehr heller Kornstoff. Wir haben uns tatsächlich nach einem Sofa umgeschaut, was grün ist. Für alle, die sich jetzt fragen, warum grün? Wir wissen es noch nicht sicher. Eventuell. Weil wir seit Jahren ein beiges Sofa haben. Und ich glaube, das hast du das letzte Mal auch schon erwähnt. Und das ist einfach, wenn die Kinder da drauf liegen und das verfärbt sich irgendwann durch den Alltagsschmutz, der da drauf gerät. Und dann musst du die Bezüge waschen. Und wir hatten ja das Glück, dass beim Söderhammer diese Bezüge waschen kann. Aber wenn man diese Bezüge nicht wäscht, haben wir ein bisschen Sorge, dass es dann irgendwann ziemlich, wie hast du es gesagt, grintig aussieht. Grintig! Da geht es nicht mal unbedingt um Flecken oder so per se. Also nicht, dass die Kinder jetzt in einem Alter sind, wo die dann da irgendwie Flecken drauf machen und, oder essen oder so. Das machen wir eigentlich nicht auf dem Sofa. Aber wenn man sich einfach nur da drauf legt, das sieht man irgendwann. Dann wird es einfach gelb und so. Deswegen. Aber ich habe mir sagen lassen, Kord ist gut zu reinigen. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch da noch einen Tipp. Aber ich glaube, Kord ist gut zu reinigen. Und wir haben uns auch noch grünen Sofas umgeschaut und auch noch ein bisschen was dunkleren. Wobei wir schon beide der Meinung waren, dass das mit unserem Boden, der ja auch relativ dunkel ist, keine so gute Harmonie ergeben wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein dunkles Sofa, vor allen Dingen, wenn es so in diese braune Richtung geht, mit diesem doch sehr rotstichigen, braunen Boden schnell sehr altbacken aussehen könnte. Deswegen es bleibt spannend. Ja. Ich weiß noch gar nicht, was für ein Material, aber wir sollten uns vielleicht irgendwann mal entscheiden, weil die Dinger haben ja auch ein paar Wochen Lieferzeit, ne? Genau. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere von euch noch einen Tipp für ein zum Beispiel cooles grünes Sofa oder ein beiges Sofa, was man waschen kann. Das wäre toll. Wir verlassen ja dieses Video jetzt nicht wieder einfach so, sondern es gibt natürlich auch noch eine Frage, die wir beantworten und du hast eine rausgesucht. Ich habe eine rausgesucht. Nur noch mal kleine Information. An jedem Ende eines Vlogs beantworten wir zusammen eine Frage für euch. Also wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder neugierig seid oder was auch immer, könnt ihr jetzt gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht beantworten wir dann die Frage nächstes Mal. Was war eure allererste Erinnerung aneinander? Also so kennenlernen oder? So, ja, ich denke mal so ganz am Anfang, so nach dem Motto, okay, das ist der und das ist die. Oh. Ja gut, meine ist obvious, ne? Warum? Ich war damals Videograf und habe so auf so für einen DJ quasi auf so Events gefilmt und habe immer so Party-Videos gemacht, so Elektro-Events. Jetzt kommt's. Und da waren wir auf einer Schiffsparty und da habe ich halt die Leute gefilmt. Da bist du mir aufgefallen. Warum die, nur? Im BH tanzend über die Tanzfläche geschwebt ist. Ich war sehr wild mal irgendwann. Genau. Ist schon ein paar Jahre her. Echt, ist das deine erste Erinnerung an mich? Ja. Ich weiß sogar noch genau, was ich anhatte. Ich hatte graue Ballerinas, eine oversized baggy Jeans und ein BH an. Ich hatte auch ein T-Shirt an, aber da war es so heiß, ne? Und das Deck von diesem Schiff war aus dem Metall. Es war eine Metallplatte. Und ich glaube, jeder von uns, der da war, hatte einen Sonnenstich. Ich hatte auf jeden Fall einen Sonnenstich an dem Tag. Ja, und ich habe im BH getanzt und der David hat mich gefilmt. Gibt es da eigentlich noch Aufnahmen davon? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe dich an dem Tag gar nicht realisiert. Ich weiß noch, dass du mir irgendwann... Ich glaube, du warst da auch zu betrunken für... Danke for exposing me. Aber du hast mir irgendwann mal in unserer Kennenlernphase dann erzählt, dass wir uns sogar unterhalten haben da. I don't remember. Sogar auf der Basis, und jetzt fällt es mir ein, wir waren nach dieser Schiffsparty dann auf Facebook befreundet. Und das ist meine erste Erinnerung an dich. Genau. Dass du mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook gestellt hast, wir aber nie kommuniziert haben. Doch, ich glaube, wir haben einmal miteinander darüber geschrieben. Das weiß ich gar nicht mehr. Weil wir einen gemeinsamen Freund haben, den wir kannten. Und darüber habe ich so geschrieben, hey, wir haben es auch auf der Schiffsparty gesehen, bla bla bla, so irgendwie so. Aber das war unsere einzige Unterhaltung. Meine erste Erinnerung an David ist, er hat mir eine Freundschaftsanfrage in Facebook gestellt. Und irgendwann war dieser Mann einfach nicht mehr auf Facebook. Ja, ich habe dann irgendwann, als ich mich von meiner Ex-Freundin damals getrennt habe, in, weiß ich nicht, Aktionismus und Wut einfach mein Facebook-Profil gelöscht. War wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Entscheidung. Ich wollte irgendwie so von Social Media verschwinden. Nee, aber ich glaube, meine erste Erinnerung ist diese Facebook-Sache, vor allen Dingen, weil das ist nicht mal lange nach dieser Schiffsparty passiert, vielleicht 2-3 Monate danach hast du mich in der Diskothek angesprochen, das war unsere Kennenlerngeschichte, danach sind wir auch zusammengekommen. Auf jeden Fall, du hast mich angesprochen, ich habe meinen besten Freund gefragt, wer du überhaupt bist, weil mir nur in Erinnerung war, irgendwoher kenne ich den. Und dann ist mir eingefallen, ach, das war der, mit dem ich mal bei Facebook geschrieben oder angefreundet war, der dann einfach weg war. Was hat dein bester Freund über mich gesagt? Das hörst du immer gern, ne? Das hörst du so gern. Ich habe gefragt, wer war denn das? Und dann hat er gesagt, das war der David Oberhauser, kennst du den nicht? Als wäre das so voll crazy, dich nicht zu kennen. Ja, du warst noch viel wilder unterwegs beim Feiern, als ich das war. Okay, damit schließen wir uns ab.
Ja, das ist meine erste Erinnerung an dich. Schön. Okay, wenn ihr noch irgendwelche Sachen wissen möchtet, könnt ihr es gerne unten reinschreiben. Vielleicht auch mal nichts Paarbezogenes, auch wenn ich weiß, dass euch das immer ganz blendend interessiert. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Vlog wieder. Eventuell mit einer kleinen Überraschung. Es klärt sich jetzt heute im Laufe des Tages. Und wir gucken mal, dass wir hier eine Entscheidung fällen. Vielleicht habt ihr da ja auch einen Tipp. Ja, aber wir machen es auf jeden Fall. Ja, wir machen es auf jeden Fall. Also ihr könnt euch schon mal mit dem Gedanken anfreunden, dass demnächst nochmal viel Interior-Content kommt. Ihr denkt noch an den Rabattcode bei Armed Angels. Ah ja, genau. Du bist auch immer Armed Angels, sehe ich gerade. Immer Armed Angels. Das ist dein Lieblingscap, ne? Genau. Ja, also der ihr denkt nochmal an die, an den Code und an die Detox Denim-Kampagne, wo immer wunderschöne Jeanshosen rauskommen, die einfach auch ein bisschen nachhaltiger produziert sind, super gut sitzen. Ich bin ein großer Fan. Link findet ihr in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.